Ja. Und dann machen wir da rüber. Ne, hier rüber. Und da sind wir gekommen. Oder? Wo sind wir von hier gekommen? Da wird nicht. Nee, wir müssten von da drüben gekommen sein. Eine schlechte Harry Potter Brille. Einfach mal so weggeschoben, die Riesensteinplatte. So. Incendium. Nein. Accio. Das alles? Okay. Gut, gut. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Okay. Das ist ein ganz schöner Umweg. Springen wir da mal nicht so schnell rein. Kriegen wir das Viech auch von hier aus? Lumos. Natürlich nicht. Aber. Oder muss ich hier vielleicht rüberspringen? Lass mal gucken. Nein, muss ich nicht. Kacke, jetzt muss ich den ganzen Weg normal gehen. Wir kriegen das Mottenviech von da unten raus. Ich meine, jetzt kommt der. Ach, warte mal. Vielleicht. Von hier aus. Lumos. Kommst du hier? Motte? Jawohl. So, kann ich den von hier unten irgendwie? Hier anvisieren und den da reinpacken? Natürlich nicht. Ich. Lumos. Komm her. Oder ist es. Nee, doch, da ist es jetzt hier. Ja, ach so, kann ich hier hoch? Ja, nice. Ja, geil. Okay. Gut. Hier können wir nicht hoch, ne? So irgendwie Wasserfall hochschwimmen? Leider nicht. Gut, wo ist der zweite Mottenviech? Motten? Kann der denn auch nicht so weit weg sein von hier? Lumos. Kann ich einen von hier nehmen? Lumos. Nice. Darin pfeffern. So. Ja, warte. Hallo. Ja, gut, in den Wald so rüber. Hier, ja. Hi Merlin, es ist wunderschön. Ne? Ach, lecker Mio. Okay, das heißt, wir müssen hier recht schnell sein. Das heißt, du komm mal bitte mit. Nein, Entschuldigung. Komm mal bitte mit. Rein da. Dann hier du da. Krieg ich dich von hier? Nein, natürlich nicht. Ich krieg dich hier. Ich kriege dich. Schwing. Schwing. Und rein mit dir. Und jetzt du hier. Mitkommen. Es bleibt doch oben. Sehr gut. Zack. Gut. Du hast es geschafft. Aha. Achso, dachte uns greift hier was an. Doch. War gar nicht mal so verkehrt. Ah, kein Problem. Was sind das denn drin? Alter, Kackviech. Lass mal ihn saufen. Lass das. Ich mag das nicht. Ich hab jetzt ein. Hallo, darf ich mal? Danke. Ups.
Das wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich ja eigentlich auch gehen. Wir sollten mehr diese Dinger und so nehmen, ne? Was war das denn? Wenn wir hier raufgehen, ne? Oder ist das jetzt ein Grafikbug? Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen erstmal weiter. Reverio. Aber nun ist ein cooler Grafikbug, der sieht cool aus. Ne, ist da hinten irgendwo, okay. Ja, sehr gut. Gott, ich sehe schon noch mehr Halterungen für Schmetterlinge. Schauen wir uns das näher an. Da kann man doch tauchen, ne? Wartet nicht so. Ach so. Ach hier. Dachte ich hier, wo die Bläschen aufsteigen. Gibt es auch so Optionen. Ja gut. Dann nehmen wir da mal hin. Und tauchen mal ab. Schwupp. Haben wir schon ein Tauchgerät? Gott, wahrscheinlich kommen wir jetzt wieder wissig voran. Erstmal hier Stachelpilze sammeln. Die können wir auch wieder zurücknehmen, ne? Also können wir auch wieder zurücktauchen, so wie das aussieht, ja. Okay. Das ist ja alle kein Problem. Oh, guck mal. Was hast du denn? Schreibenfeinde. Ah, hier sind wir. Oh, wie cool. Aus der Nähe ist es noch schöner. Das stimmt. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Also bis jetzt ist alles easy peasy, ne? Also. Bis jetzt ist alles ganz cool. Incendio. Oh, bin zu weit weg gewesen. Also ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Echt jetzt? Glaubst du jetzt besser? Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind ihnen einen Schritt voraus. Revelio. Könnte sein. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sollen wir denken, dass sie noch nicht da sind. Dass wir denen einen Schritt voraus sind. Wir haben ihn. Ja. Als würde man direkt in den Mond schauen. Ist das so? Weiß ich nicht. Ich habe den Mond anders in Erinnerung. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Jetzt geht gleich richtig los. Pass auf. Muss hier aber noch rüber, ne? Das ist klar. Hopp. Und hopp. Und, hier sind wir. Hier kommen wir wieder raus. Nice. Können wir jetzt hier mit Depulso? Können wir das zerstören? Depulso. Vielleicht von näher ran? Von näher ran vor allem. Ah, nee, ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Nee, okay. Gut. Dann lass uns mal verschwinden. Kommst du? Nee, warte mal. Soll da oben was machen? Ich hätte da bleiben sollen, doch. Ja, passiert. Alli, hopp. Tauchen wir mal hier kurz nochmal an. Hopp. Jupp. So, dann sind wir gleich wieder da. Guck mal. Kleine Süßnase, die. So. Was hat sie denn? Warum soll ich denn wieder hier zurück eigentlich? Reveille. Ist hier noch was? Stimmt, da stand doch irgendwas bei ihr von interagieren. Interagieren. Was haben sie denn? Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Ja. Gehen wir? Ja. Ja, komm, wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Okay, wir müssen nicht mal selbst raus. Also, das war jetzt wirklich easy, ne? So vom Rätsellevel her, genau mein Ding. Steinkreis. Nicht zu schwer. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Das stimmt. Das hat besser mit Schnatzern zu tun. Das klingt so ein bisschen drohend, ne? Hat besser mit Schnatzern zu tun, sagt ja. So eine, ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Ja, das sagen wir jetzt auch klar. Also würde ich sagen, das nehme ich. Es wird gefährlich werden. Wir werden kämpfen müssen. Definitiv. Oder es kommt eine gefährliche Szene. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass uns Doran wissentlich in Gefahr bringen würde. Hm? Du hast recht. Weiß ich nicht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist da drüben. Da? Ja, sieht gut aus. Hier ist aber sonst soweit nichts, ne? Nö, gut. Aber dieses Rebellion leuchtet in Real Life. Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Oh, sympathisch. Ich finde mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatter kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Jetzt kommst du näher und sagst nicht mehr. Mache ich auch immer, wenn ich irgendwo hochkletter. So. Revelio. Hier ist sonst nichts mehr. Na dann, wollen wir mal. Ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Nein. Ich denke mal, der kommt hier irgendwo drunter. Mit dieses Gerüsch essen. Hübsch. Oh, ein Mondkalb. Diese Glubschis. Oh. Stimmt ja, die Viecher mussten ja kommen. Also mussten nicht, aber. Macht Sinn. Noch lachen wir. Noch. Da passiert gleich was Unheimliches. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Ich hoffe, ihr zeichnet es doch auf. Oder soll ich das machen? Ich kann erzählen, dass ich jetzt schon zwei Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Oh. Ach. Ist beides eigentlich doof, ne? Unglaublich, dass du nichts gesagt hast. Nee, also... Wie schrecklich für dich, weiß ich auch nicht, ne? Weil vielleicht war die Familie ja lieb zu ihr. Ne? Ist beides kacke. Aber wenn, dann das Erste. Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es.
Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Okay. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Mhm. Da hast du Erfolg. Du kannst dich alle retten, wieder hast du Erfolg. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Na klar. Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Das ist, glaube ich. Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Wahrscheinlich nicht, ne. Da waren so viele Wilderer in dem Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden. Und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Ui. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Gut. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Und dabei wird was passieren. Ich bin die ganze Zeit schon so oft dran. Ne? Ich denke die ganze Zeit, okay, jetzt geht's gleich los. Wir kriegen gleich ein paar aufs Maul. Aber bis jetzt, ist er wirklich? Oder auch nicht? Ja, wirklich, ja. Na, machst du doch richtig, Mädel? Schreibt er nicht wirklich, macht er die Feder selber. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist... ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht. Der Schlüssel zu den Schnatzern, sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Mhm, finde ich gut. Na gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Schwupp. Zurück auf Hogwarts. Okay, ist nichts passiert. Ey, die ganze Zeit denke ich so, okay, jetzt kriegen wir aufs Maul. Jetzt kriegen wir aufs Maul. Okay, jetzt noch nicht, aber jetzt muss was kommen. Nichts. Das ist ja Wahnsinn. Während das Spiel auch, während das Spiel manchmal täuschen kann, ne? So, warte mal, lass mal kurz gucken, was haben wir denn jetzt hier, auftragstechnisch ausgewählt. Mein Gott, was soll ich denn so kennen? Schatz, nee. Musikalische Karte, nee. Nee, okay. Dann können wir jetzt hier Lockrock und so machen. Dann wird sie mir eine Eule schicken, wenn es hier weitergeht. Gut, Weltkarte. Natürlich haben wir hier noch nichts aktiviert, aber es macht nichts. Fliegen wir dahin. Dann schweben wir mal kurz rüber. Natürlich können wir hier nicht fliegen. Meine Güte, jetzt ist aber mal gut. Können wir denn hier nirgends fliegen? Lass mich raus! Still raus! Hui! Wir müssten hier doch super starten. Nee,
Nee, das ist mir zu doof hier hinten. Dann gehen wir hier kurz hin, machen wir von da aus. Das ist mir zu doof da. Ach nee. So, von hier aus können wir nämlich fliegen. Ein Stück weiter weg, aber bis wir da rauskommen, ist Flompings, ne? Ja, Maul. Der war nicht so gut drauf, der hat Rare gesagt. Ja, ist gut, Alpha-Wand. Ach ja. Bin gespannt, ob Zapchen heute noch kommt. Ich sehe schon, dass sie heute nicht mehr kommen wird. Na, das wäre schade. Ich hab sie ja gerne bei. Kommt mir vor, als wären es schon Stunden. Mahlzeit. Ob Ranrock und seine Leute. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Sind einfach mal reingeflogen. Landen nicht verfügbar. Also, hallo. Nö. Warum? Lass mich hier raus. Was ist denn mit dir los? So. Rare. Die Staffelpilze nehme ich noch mit. Was denn noch kommt? Sieht nicht so aus. Ja. Leider. Aber gut. Ich wollte ja eigentlich erzählen von diesem Artikelfund, ne? Was für eine riesige Mine. Hier stimmt was nicht. Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhängern. Ich muss gut aufpassen. Müssen wir uns verstecken? Vielleicht, ne? Wäre eventuell besser. Eventuell. Alles ruhig. Zu ja. Ruhig, finde ich. Nein. Wir sind da drauf. Wir haben ja hier nochmal Unsichtkeits... Hier, Endos ist das. Haben wir den, ja. Sind wir richtig unsichtbar, ne? Jetzt dürfte uns eigentlich gar nichts mehr passieren. Schwupp. So. Haben wir die Bienen schon mal? Revelio. So. Ah, hier.